Hallo Leute, hier ist euer Gio und heute geht es um das Thema Bauchmuskelübung für zu Hause. Viel Spaß! So, das Beste an dem Training ist, dass es nicht länger als 10 Minuten dauert. Okay? So, wollen wir gleich mit der ersten Übung anfangen. Und zwar setzt ihr euch so hin, ja, die Hände nebendran, die Beine etwas angewinkelt, natürlich die Knie anziehen, ja, den Bauch anspannen vorher, die Knie anziehen. Und dann die Beine ausstrecken, ja? Anziehen, ausstrecken. Anziehen, ausstrecken. Ja, da versucht ihr zu 15 bis 20 Wiederholungen, ja? Davon 3 Sätze, okay? Also wie gesagt, die Hände neben dran, anziehen. Natürlich atmen dabei. Ausatmen, einatmen, ausatmen, ja? So, dann die zweite Übung. Diesmal legt ihr euch ganz hin, okay, so, ganz ausstrecken, dann die Beine ganz hoch und in Zeitlupe, im Zeitlupentempo langsam runter, die Füße dürfen den Boden nicht ganz berühren, ja, so ungefähr 1 bis 2 cm freilassen, dann wieder hoch und runter und so weiter, ja. Davon macht ihr bitte nur 12 Wiederholungen, aber auch 3 Sätze. Ja? Jetzt kommen wir eigentlich schon zur letzten Übung. Und zwar machen wir das jetzt in Kombination aus sozusagen 2 Übungen. Und zwar die Beine wieder etwas angewinkelt. Ich lege mich jetzt hin. Ja, das ist auch viel mehr für die seitliche Bauchmuskulatur. Jetzt tue ich mit meinen Händen, mit meinen Zehenspitzen, mit meinen Fingerspitzen, sorry. Ferse hier berühren, ja? 1, 2. Da macht ihr auch ungefähr 10 Wiederholungen, das bedeutet aber, ihr müsst dann anders zählen, und zwar 1 und 1, okay? Nicht 1, 2, 3, 4, sonst macht ihr ja nur 5 auf einer Seite, sondern einfach 1, 1, 2, 2. Da macht ihr 10 Wiederholungen, davon bitte 2 Sätze, aber nachdem ihr dann die 10 Wiederholungen gemacht habt, ja? Macht ihr dann das hier, ganz hinlegen, Beine ganz aufstrecken und die Arme weit nach vorne. Ja, und das ist die Planke, ne? So heißt die Übung. Und das die ganze Zeit halten. Okay? Ungefähr 30 Sekunden halten. Wenn ihr das gemacht habt, sofort dann wieder zu der nächsten Übung. Ja? Dann seid ihr schon fertig. Und glaubt mir, wenn ihr diese Übung gemacht habt, dann brennt das wirklich. Ja? So Leute, noch ein wichtiger Tipp. Und zwar, Bauchmuskeln hat ja eigentlich jeder, ja? So wie alle anderen Muskeln auch. Durch das Bauchtraining werden die Bauchmuskeln größer, ja? Und man sieht sie mehr. Aber was sehr wichtig ist, die Bauchmuskeln sieht man nur, wenn man einen bestimmten Körperfettanteil hat. Okay? Weil viele, wo abnehmen wollen, ja? Denken, dass sie Bauchmuskelübungen machen und dann nehmen sie ab. Das ist Schwachsinn. Die Bauchmuskelübungen sind ja nur für die Bauchmuskulatur, für die Stärke der Bauchmuskulatur, ja. Aber wenn ihr zu viel Körperfett habt, dann sieht man die Bauchmuskeln nicht. Das heißt, das Training beginnt eigentlich in der Küche, okay? Die richtige Ernährung. Und das mit Training dann zusammenmixen, und dann bekommt ihr auch ein Sixpack, ja. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Euer Gio.